So, weiter geht's im Text. Wir wollen die Brücke zu Ende fertigstellen. Dafür sollen wir nochmal Holz holen, und zwar 2 Ladungen Planken. Die gibt's wohl hier im örtlichen Sägewerk, da sind wir schon dran vorbeigefahren. Da werden wir mal hin. Und ja, pünktlich zum Start der Folge ist natürlich mein Controller leer. Den werde ich dann gleich wechseln, wenn wir am Sägewerk sind. Ja, es wird scheinbar jetzt langsam Nacht hier. Ich bin kein großer Fan von Nachtfahrten, muss ich zugeben. In Videospielen, deswegen muss ich mal sehen, ob wir gleich die Nacht überspringen können. Konnte man im Vorgänger noch machen. Und ich würde es gut finden, weil man sieht halt einfach nicht viel, wenn es dunkel ist. Hat die Dunkelheit so an sich. So, und wir fahren mal wieder hier unseren bekannten Weg, der immer noch gut befestigt ist. So, hier sind wir wieder vorsichtig. Zur Erinnerung, wir haben mit diesem Truck hier nur Heckantrieb. Und deswegen können wir mit dem nicht wirklich tief ins Gelände gehen. Wir müssen also aufpassen, dass wir uns da nicht festfahren. So. Also ich glaube, das örtliche Sägewerk, da müssen wir hier rechts könnten wir lang. Da sind wir nämlich zumindest mit dem Pickup am Anfang lang gekommen. Wir können aber auch durch die Stadt und dann rechts rum. Das werden wir mal machen, denn ich will nochmal auf dem Weg kurz gucken, ob wir hier dem Hotel oder Motel anhalten können, ob man da eventuell dann schlafen kann und die Nacht überspringt. Das würde so ein Motel zumindest mal einen Sinn geben. So. Fahren ja jetzt gegen die Fahrtrichtung. Wir rebellen, aber ist ja egal, hier ist eh keiner unterwegs. So, und hier am Motel ist leider keine Möglichkeit zum Schlafen. Naja, egal, dann müssen wir halt weitermachen. Vielleicht wird die Nacht auch gar nicht so dunkel und ist kurz. Ich hoffe das zumindest. Werden wir schon überleben. So. Sehr futuristisches Ortseingangsschild. Sieht ein bisschen aus wie bei Cyberpunk. So, und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, müssen wir jetzt rechts fahren. Das ist gut. Und dann gleich nochmal rechts. Und dann müssten wir wieder auf so eine Schotterstraße kommen. Ne, hier geht's nicht mehr rechts. Alles klar. Dann, die nächste. So, ich nehme übrigens noch am gleichen Tag auf, wo ich die erste Folge aufgenommen habe. Deswegen konnte ich eure Kommentare noch nicht verarbeiten, falls ihr welche geschrieben habt. Zumindest nicht hier im Video mehr. Oh, jetzt ist das hier. Das ist noch so eine kleine Wohnwagensiedlung. Also sorry dafür, falls ich jetzt, dass ich jetzt da nicht drauf eingehen kann. Mich würde mal interessieren, ob ich hier irgendwo Licht einschalten kann. Bei dem Wagen. Nee, scheinbar nicht. Schaden anzeigen. Ah, okay, cool. Man kann sich hier den Schaden auch anzeigen lassen, wie ihr seht. Naja. Sieht aber gut aus. Ja, aber wir können. Also ich weiß nicht genau, wie wir hier Licht einschalten können. Aber im Moment sieht man noch ein bisschen was. Leichter Nebel. Und jetzt müssen wir wieder aufpassen, dass wir hier mit unserem heckgetriebenen Truck nicht im Matsch stecken bleiben. Also schön vorsichtig. Ich weiß übrigens, ja, da ist Licht an dem Wagen, aber man sieht dadurch nicht besonders viel. Ich dachte, es gibt vielleicht ein Fernlicht oder so. Kann aber auch sein, dass man das nachrüsten muss. So.
schön am Wuppen hier, der Wagen. Ja, okay. Kriegen jetzt hier noch die Info, dass es natürlich das Sägewerk der ideale Ort ist, um Holzplanken zu besorgen. Das hätte ich mir auch schon so fast denken können. So, hier ist der Eingang. Wir fahren halt immer direkt rückwärts rein. So, da ist auch schon wieder so eine Anlegefläche. Ich glaube... Ach so, ich glaube, da kommt ein Kran drauf. Wenn man einen Kran hat oder so, kann man das vielleicht noch aufrüsten. So, okay. Holzplanken, einmal, automatisch beladen. Okay, denkt dran, dass jedes Frachtgut einen anderen Umfang hat und eine bestimmte Anzahl an Slots benötigt. Alles klar, also wir scheinen jetzt irgendwie zwei Haufen davon drauf zu haben. Wie viele Slots wir jetzt genau haben, weiß ich jetzt nicht. Kann ich das irgendwo einsehen? Nee, also ich kann sowieso nicht mehr drauf machen. Also lagern wir das jetzt. Ach, okay, da hinten ist nochmal Holz. Wir bringen das jetzt einfach mal zur Brücke. So, schauen wir nochmal auf die Karte. Können wir hier... Okay, hier sehen wir Gebäude-Upgrades. Was ist das? Oh, okay. Hier oben gibt es irgendein Upgrade. Vielleicht sollten wir da demnächst mal hin. Das wurde uns markiert, weil wir hier diesen Turm ganz am Anfang freigeschaltet haben. Aber die Nacht überspringen können wir scheinbar nicht mehr, oder? Zeit überspringen. Ah ja, jetzt ist es 6 Uhr morgens. Schön, es geht doch noch. Und wir verlieren nicht mal Benzin dadurch. Das ist schön, das finde ich gut. Also, wie gesagt, ich fahre nicht gerne nachts und es sieht auch blöd aus für euch, glaube ich. Wenn wir hier in völliger Dunkelheit fahren. So. Wir fahren jetzt einfach mal riskanterweise hier außen rum. Ich hoffe, es geht. Aber dann sparen wir uns so ein bisschen den Umweg durch die Stadt wieder. Ich glaube, dass es hier eigentlich gut genug befestigt ist, dass wir hier mit dem Truck durchkommen. Oh, hier ist es jetzt ein bisschen steil, vielleicht. Oh, und auch ein bisschen matschig. Ah. Das ist schlecht. So, wir starten, schalten nochmal unten rechts in den Lastengang. Okay, wir haben uns das erste Mal festgefahren, wie es aussieht. Wir gehen in den Rückwärtsgang. Vorsichtig. Ah, schön, 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 schön. Ja, und da sieht man, so eine kleine matschige Stelle kann schon für so ein heckangetriebenes Fahrzeug Probleme machen. So gut, aber wir wollen trotzdem diesen Weg nehmen. Ich werde mal versuchen, hier ein bisschen rechts von dem Matsch zu bleiben. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, jetzt haben wir wieder Grip. Okay, also es ist halt sicherlich jetzt hier nicht die schlauste Variante, hier lang zu fahren, aber wir wollen ja auch mal ein bisschen
Action haben, ein bisschen Spaß an der Sache. Trotzdem, ich glaube, bei der nächsten Furoholz fahren wir lieber eine andere Strecke. Denn es ist schon sehr riskant hier, dass das Ding auch umkippt. Hoffentlich kommen wir hier überhaupt hier rüber. Ja, gerade so. Aber cool, dass es geklappt hat. War ich mir jetzt auch nicht ganz so sicher, ob das überhaupt funktioniert. So, jetzt schön gechillt weitermachen, dass wir hier nicht wieder stecken bleiben. Nochmal einen Blick auf die Karte. Wenn man nämlich falsch abgebogen hier fast. Wir müssen noch einen weiter. Wer weiß, wo uns dieser Weg hingeführt hätte. Ja, ich würde mal sagen, es läuft sehr gut. Bin mir jetzt echt nicht sicher, ob wir jetzt zwei Holzplanken drauf haben. Oder eine. So, wo ich mir aber sicher bin, ist, dass wir da bestimmt stecken bleiben. Dann fahren wir also hier mal außen rum. Schön. Schönes Bild auf jeden Fall. Ah, reingerutscht. Da bin ich jetzt reingerutscht. Ich wollte eigentlich weiter geradeaus fahren, aber da gab es dann nach. Aber wir haben jetzt die Seilwinde, die können wir direkt mal ausprobieren. Haben wir nämlich noch gar nicht benutzt bisher. Der können wir uns dann nämlich wieder rausbuxieren. So. Hervorragend. Gehen wir direkt nochmal hier tanken. Ah, was macht die Kamera da? Also was ein bisschen seltsam ist, ist die Kamera tatsächlich, die sich irgendwann automatisch verstellt von weit nach von weit weg zu nah dran und man kann es nicht so richtig beeinflussen. Immer wenn man an einem Gebäude lang fährt, verändert die sich manchmal. Das ist wahrscheinlich noch ein Bug, würde ich mal so sagen. Schon, da sind wir jetzt zweimal drüber gefahren. Da ist jetzt schon ein bisschen mehr Matsch aufgewühlt. Wird also da jetzt etwas schwieriger mit der Zeit. Okay, gut. Dann bin ich ja mal gespannt, ob wir jetzt einmal oder zweimal Holzplanken beladen haben. Ich glaube ja zweimal, dass da die irgendwie weniger Slots wegnehmen. Und ich glaube, dass dann also die Brücke fertig ist. Gucken wir mal. Entladen. Ja, das sind zwei Stück. So, neuer Fahrerrang. Sobald du genug Erfahrung sammelst, erhältst du neue Fahrzeuge. Jeder neue Rang gewährt dir neue Optionen. Diesbezüglich des
bezüglich des Erwerbs von Fahrzeugen und Zusatzteilen. Auch Missionen können bisweilen nur ab einem bestimmten Rang freigeschaltet werden. Drücke runter, um dein Fahrerprofil zu öffnen. Ah, okay, das ist unser Profil. Wir sind Stufe 2, wie es aussieht, haben 2 Wagen freigeschaltet. Hier gibt es also 21 Upgrades, 2 Wachtürme habe ich schon freigeschaltet von 26 und 2 von 8 Fahrzeugen. 82 Missionen, das ist ordentlich. Und $3000 haben wir schon gekriegt. Unser Geld wird uns irgendwo auch angezeigt. Ja, es gibt 3 Regionen, Michigan, Alaska und Taimir. Und wir sind in Michigan noch. So, hier sind die Aufträge. Aufgaben. Gibt es auch irgendwie noch welche? Wettkämpfe. Und Trophäen. Ah ja, gut. Also, wir können jetzt also anscheinend auch nochmal die Brücke renovieren. So, da ist nämlich... Also, ne, Auftrag beendet. Was für ein toller Anblick, wie in den guten alten Zeiten. Jetzt kannst du die Halbinsel verlassen und die Werkstatt erreichen. Sieh dich nach dem nächsten Auftrag um. Okay. Jeder erfüllte Auftrag bringt dir Geld und Erfahrungspunkte ein. Jeder entdeckte Wachturm bringt dir Erfahrung ein. Mit XP kannst du neue Fahrerränge freispielen, die zum Freischalten von neuen Fahrzeugen und Upgrades nötig sind. Deinen Fortschritt kannst du auf blablabla, das haben wir schon gesehen. So, die Brücke ist repariert. Gute Arbeit. Du hast die Brücke repariert und deinen ersten Auftrag erfüllt. Die Stadt ist jetzt wieder mit der Region verbunden. Lass uns jetzt eine Werkstatt finden, die nun auf deiner Karte markiert ist. Mission, finde die Werkstatt. Alles klar, machen wir. Aber wir parken jetzt mal hier ein. Vorher will ich noch mal das Upgrade mir holen, was da hinten in den Bergen irgendwo liegt. Also, Motor aus. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier... Also da oben ist ein Upgrade, das will ich mir unbedingt mal holen. Und ich hoffe, dass wir jetzt in dieses Auto hier rüberspringen können. Hä? Was? Globale Karte, regionaler Fortschritt. Aha, okay, okay. Ah, alles klar. Also diese Region Michigan ist auch nochmal in 4 Unterregionen unterteilt quasi. So. Da ist unser Truck. Können wir da jetzt einfach rein? Ja, das geht. Okay, wunderbar. Dann wollen wir nämlich nochmal uns das Upgrade da besorgen. Das will ich hier nicht liegen lassen. Und ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt dafür. Können wir nämlich auch nochmal ein bisschen in den Pickup fahren. Danach suchen wir die Werkstatt. So. Also einmal wieder zurück zur Tankstelle und dann da den Weg hoch und dann sollte das da sein. Mal gucken, was wir da Schönes freischalten können. So, fahren wir nochmal hier durch die Stadt. Der hat hier natürlich Allrad, mit dem werden wir den Berg schön erklimmen können, denke ich. Müssen wir uns eher bremsen, dass wir nicht zu viel Gas geben hier. Ja, man sieht schon, auch dieser Weg ist jetzt dadurch, dass wir hier mit dem Truck drüber gepäst sind, jetzt deutlich aufgewühlter. Da sind die kleineren Fahrzeuge natürlich dann ein bisschen mehr beeinträchtigt durch die größeren Spurrillen. Aber alles schick noch im Moment.
So, wir können hier wieder den Allradantrieb ausschalten auf Asphalt, dann sparen wir ein bisschen Benzin. Ja, und dann werden wir uns in der nächsten Folge den Berg da hinten hocharbeiten mit unserem Pickup und die Werkstatt freischalten. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr schaltet dann morgen wieder ein. Wie gesagt, diese Woche jeden Tag eine Folge. Und wie gesagt, hinterlasst gerne mal Feedback, was ihr von dem Spiel oder dem Let's Play haltet. Vielen Dank und bis morgen.